Wird nicht drauf. Die einen kommen, die anderen gehen. Heute haben wir einen neuen Mönch in unsere Mönchsgemeinschaft aufgenommen. Er ist heute ordiniert worden. Der andere, nach 3 Wochen Erfahrung hier in diesem Kloster, geht wieder zurück in die Welt. Der eine verlässt die Welt, der andere geht in die Welt zurück. So einen Platz wie hier zu finden, ist nicht einfach. Und diejenigen, die länger mit mir zusammen sind, die wissen, dass sie schon seit Jahren
einen Platz finde oder einen Platz suche, der geeignet ist. Der geeignet ist, um die Praxis von Lungta Mahabua so fortzusetzen, so wie ich sie gelernt habe. Und wir müssen wirklich dankbar sein, weil in den 5 Jahren, wo ich da gesucht habe, habe ich zwar diesen Platz oder jenen Platz gesehen, der war okay, jener war okay, aber keiner war so gut wie dieser hier. Und wir müssen wirklich dankbar sein, dass uns dieser Platz gegeben worden ist. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist für uns bereitgestellt worden und offen gehalten worden, solange bis wir hierher gekommen sind. Und die wenige Arbeit, die wir machen müssen, um diesen Platz zu erhalten, die müssen wir halt in Kauf nehmen. Überlegt euch nur, wenn wir einen neuen Platz oder wenn wir ein neues Kloster gegründet haben, wie viel Arbeit wir hätten. Das wollte ich nie. Ich gedacht, das lohnt sich nicht. Lieber einen Platz zu nehmen, der verlassen ist von den Mönchen und der geeignet für die Praxis scheint. Und ich denke, wir haben einen gefunden. Der scheint sehr geeignet zu sein, ist abgelegen, ist ruhig. Und es stört uns hier niemand. Und wir sollten dafür wirklich dankbar sein. Vor allem diejenigen, die länger mit mir zusammen sind, wissen, ne, wie es um den einen oder anderen Platz bestellt ist, dass man da das nicht machen kann, dort jenes nicht machen kann. Ne. Und hier können wir wirklich versuchen, die Lehre, die Thanacha Mahabua mir mitgegeben haben, in die Tat, in die Praxis umzusetzen. Wir sollten auch dankbar sein dafür, für den Upachar, der uns in die Mönchsgemeinschaft aufgenommen hat. Der uns heute aufgenommen hat oder vor einem Jahr aufgenommen hat oder vor ein paar Monaten aufgenommen hat. Es ist nicht selbstverständlich. Diese Dinge sind nicht selbstverständlich, dass wenn man hingeht, dass man gleich ordiniert wird oder dass man einen Upachar findet, der gut ist und bereit ist, er muss ja bereit sein, uns in die Mönchsgemeinschaft aufzunehmen. Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir diesen Platz haben. Dankbarkeit gegenüber unserem Upachar, unserem Mönchsvater, der uns in die Gemeinschaft aufgenommen hat. Dankbarkeit unseren Eltern gegenüber, die uns 15 bis 20 Jahre lang versorgt haben und sich um uns gekümmert haben. Um unser Wohl, unser körperliches Wohl und unser geistiges Wohl. Treten wir jetzt in die Mönchsgemeinschaft ein, dann ist der Ajahn für unser geistiges Wohl und für unser körperliches Wohl verantwortlich. Aber genauso sind wir als Mönche, wenn wir die Dependence nehmen oder die Abhängigkeit nehmen, sind wir auch verantwortlich für das Wohl. Nicht für das geistige Wohl, aber für das körperliche Wohl unseres Ajahns, unseres Lehrers. So wie wenn wir älter werden, auch für das Wohl, für das körperliche Wohl unserer Eltern uns sorgen müssen. Wenn wir in der Welt leben, sie nicht einfach abschieben aufs alte Eisen. Ne? Da geh mal in das Altenheim. Ne?
Nein. Sie haben uns 20 Jahre lang, wir haben ihn 20 Jahre lang auf dem Kopf herumgetan. Wollen wir uns ein paar Jahre um Sie kümmern, ja, dass Sie ein schönes Ende finden? Dann ist das nicht zu viel verlangt von uns. Großzügigkeit, Dankbarkeit, Respekt gegenüber den älteren Menschen, Respekt gegenüber unseren Eltern, Respekt gegenüber unseren Lehrern. Das ist alles ein Teil der Lehre des erhabenen Buddha. Und das sind Voraussetzungen, wenn wir wirklich den Weg gehen wollen der Praxis. Der Weg der Praxis besteht nicht nur aus den 5 Tugendregeln, besteht nicht nur aus Sila, Samadhi, Panya, sondern besteht auch aus diesen 3 Tugenden, die ich ab und zu euch ans Herz lege, der Großzügigkeit, der Dankbarkeit und des Respekts. Des Respekts vor jedem, eigentlich vor jedem Wesen. Sei es nun Tier, sei es gleich ein Moskito, der uns anscheinend nervt. Er hat genauso ein Leben wie wir. Die Ameisen haben genauso ein Leben wie wir. Die sind nur in einer anderen Form gefangen. So wie wir jetzt im menschlichen Körper gefangen sind, so sind die Ameisen in dem Körper einer Ameise gefangen. Die können auch nichts dafür, ne? In dem Sinne. Sie haben jetzt einfach dieses Leben aufgrund ihres Kammers, ne? Aber wenn sie da wieder rausfinden, können sie genauso wieder Menschen werden wie wir. Ne? Und wir können oder könnten genauso zu Ameisen oder Moskitos werden oder zu Vögeln oder zu Schlangen oder was weiß ich. Der Kreislauf durch die, ich glaube, 31 verschiedenen Daseinsebenen, ne, da steht uns jede Daseinsebene offen. Und entsprechend unserer Kammer kommen wir in diese oder jene Daseinsebene. Das heißt nicht, dass wir in jedem Leben Mensch sein werden. Ne? Mensch zu sein, das ist ein großer Verdienst. Ein sehr, sehr großer Verdienst. Der erhabene Buddha spricht davon, dass es das Sprungbrett ist. Das Menschsein ist das Sprungbrett aus dem Kreislauf der Wiedergeburten heraus. Weil das menschliche Dasein ist das einzige Dasein in den 31 Daseinsebenen, das genug Dukkha und genug Sukha hat. Dukkha, die Unzufriedenheit, und Sukha, die Zufriedenheit. Da können wir nämlich sehen, wie viel Dukkha, wie viel Sukha, ja, wir haben und es abgleichen. Menschen, selbst wenn sie in menschlicher Form sind und keinen Ausweg finden, die so viel Dukkha haben, die können nicht praktizieren. Menschen, die zu viel Sukha haben oder zu zufrieden sind, die haben überhaupt kein Interesse daran zu praktizieren. Warum sollten sie praktizieren? Menschen, die so ein ungefähr ausgewogenes Verhältnis von Dukkha und Sukha haben, ne, sind diejenigen, die vielleicht erkennen können. Ne? Oder so sagt der erhabene Buddha jedenfalls, die erkennen können und den Weg rausfinden können. Die sehen, dass das Leben ist, da ist viel Dukkha drin. Und Dukkha ist auch die erste edle Wahrheit. Die erste edle Wahrheit von Dukkha, von der Unzufriedenheit, von der Rastlosigkeit, von der Langeweile, von Leiden, von Schmerzen. Wie viel haben wir da? Wir bräuchten und wir müssten, ne? Vor allem wenn wir Interesse haben an der Praxis, müssen wir unser Leben wirklich so durchleuchten, dass wir dieses Dukkha erkennen. Das Dukkha oder diese Unzufriedenheit, wenn wir hungrig sind. Und teilweise ist es immer knatschig, wenn wir wirklich hungrig sind. Es ist Dukkha. Wenn wir wirklich übermüdet sind, ist Dukkha. Wenn wir durstig sind, ist Dukkha. So viel Dukkha haben wir. Bloß wollen wir das nicht sehen. Wir wollen die erste edle Wahrheit
Ja, sagt man ja. Gut, wenn man das falsch, natürlich falsche Besetzung sagen, das Leben ist Leiden, dann, ja, dann brauchen wir gar nicht anzufangen, weil Leiden tun wir in dem Sinne nicht. Wir haben genug Zufriedenheit in unserem Leben, dass wir nicht das Gefühl haben, wir leiden. Also wenn man diese erste edle Wahrheit falsch übersetzt, dann kommen wir eigentlich nicht dazu, den Weg herauszufinden. Wenn man allerdings sagt, das ist Langeweile, das ist Rastlosigkeit, das ist das ständig. Ne? Das ist das ständig, was uns irgendetwas treibt zu tun. Es treibt uns zu bewegen, es treibt uns da miteinander zu sprechen, es treibt uns etwas zu essen, es treibt uns etwas zu trinken. Ne? Oder es treibt uns hinzulegen oder auszuruhen oder schlafen zu gehen. Das ist diese Triebkraft des Duckers. Es treibt diese Rastlosigkeit, die uns dazu treibt. Immer ständig. Wir müssen ständig in Bewegung sein. Wir müssen diesen Körper ständig bewegen, ne, dass er nicht zu großen Leiden führt. Und das ist uns irgendwie nicht klar. Wir sind damit aufgewachsen, ne? Also es ist dann schon so gut. Ne? Dann sagen wir, es wird dann schon so richtig sein. Wir können ja sowieso nichts dran ändern. Das ist aber nicht die Lehre des erhabenen Buddha. Die Lehre des erhabenen Buddha ist es zu verstehen, zu durchschauen und zu sehen, dass wir es ändern können. Wir müssen nicht ständig an diesem Körper kleben. Wir müssen den Körper untersuchen. Wir müssen verstehen, was Schmerzen sind, was Rastlosigkeit ist, was Langeweile ist, was Furcht ist, was Angst ist, was Zweifel ist, ne? Und was dieser Körper ist, ja? Der Körper ist nicht uns, es sind nicht wir. Der Körper ist ein Werkzeug, das wir dazu benutzen, um Dinge zu kreieren. Sei es mentale Dinge oder sei es physische Dinge. Dazu dient er uns. Ja? So wie wir heutzutage Roboter kreieren, ja? Die erschaffen wir, die programmieren wir auch, um gewisse Tätigkeiten zu machen. Unser Roboter, den wir haben, den wir Körper nennen, der ist natürlich sehr sophisticated. Also sehr, was ist versatile? Den kann man für alle möglichen Dinge anwenden. Man kann ihn dazu anwenden, um tief in der Erde zu graben, nach Schätzen zu graben. Man kann ihn dazu verwenden, um ins All zu gehen. Man kann ihn verwenden auf geistige Ebene, um Dichter zu werden, Lehrer zu werden oder was auch immer. Oder Arzt zu werden oder Physiker zu werden, was auch immer. Was auch immer wir wollen. Er ist so flexibel. Aber er ist halt einfach nur ein Werkzeug. So wie wir die modernen Werkzeuge einsetzen, um gewisse Dinge zu kreieren. Ja? So wie wir heutzutage die Roboter, ne, in der Autoindustrie oder in anderen Industrien einsetzen, um gewisse Dinge, die für uns mit unseren Händen oder mit unserer Ausdauer oder Fehlerhaftigkeit, dass die uns da bei dieser Arbeit oder in dieser Arbeit ersetzen. Und dann kreieren wir sie und programmieren sie. Und derjenige, der ihn programmiert hat, den Roboter, na, der kann ihn bedienen. Er programmiert ihn für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe. Ne? Und dann müssen wir, wenn wir dann den Vergleich zwischen dem menschlichen Roboter und so einem Roboter ziehen, ne? Erstens, unseren Roboter müssen wir sehr lange erziehen, aber dafür ist er auch unheimlich flexibel. Ne? Er kann von heute auf morgen etwas anderes lernen. Ne? Das ist bei den Robotern, die aus Metall sind, schwierig. Die können das nicht. Ne? Die haben nicht so flexible Beine oder Arme oder Hände oder, ne, auch keinen Kopf. Aber kommen wir wieder zurück. Ne?
kommen wieder zurück zum Dukkha, kommen wieder zurück zum menschlichen Dasein. Ne? Das menschliche Dasein, wie der Erhabene Buddha gesagt hat, das ist das Sprungbrett. Das Sprungbrett raus, raus aus diesem Kreislauf. Raus aus diesem Kreislauf, wo wir einmal in der Hölle sind, wo wir das nächste Mal im Himmel sind, dann wieder als Mensch sind oder als Geist oder was auch immer. Ne? Oder als Tier wiederkommen. Ja, wie lange wollen wir da noch stecken bleiben? Wollen wir nicht jetzt, wo wir ein bisschen sehen, wo wir die Erfahrung haben, wo wir in Berührung gekommen sind mit der buddhistischen Religion, die uns erklärt, ne, glaubhaft erklärt, oder logisch, oder rational, wie auch immer, erklärt, warum und weshalb wir in der Situation sind, in der wir sind. Und aber auch uns einen Weg raus zeigt. Den Weg über Großzügigkeit, Dankbarkeit, Respekt und dann Sila, Samadhi, Panya. Einhaltung der 5 Tugendregeln, das Training des Geistes, den haben wir ja lange genug trainiert, den Geist, das Training des Geistes, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Und damit dieses Sati, dieses Gewahrsein zu entwickeln. Sich der Dinge gewahr sein. Das heißt nicht beurteilen, ne? Das heißt, man ist sich dieser Dinge gewahr. Wenn wir das verstehen, was das ist, Gewahrsein. Gewahrsein hat nichts mit Beurteilen zu tun, es hat aber auch nichts damit zu tun, ne? Wenn ein Gedanke kommt, zu sagen, aha, da ist ein Gedanke. Nein. Man ist sich des Gedanken gewahr, man ist sich gewahr, da ist ein Gedanke reingekommen, man ist sich gewahr, da ist ein Gefühl reingekommen, man ist sich gewahr, da ist Reaktion vom Körper, oder da ist eine Reaktion im Körper. Man ist sich gewahr, dass da eine Erinnerung kommt und man ist sich des ganzen Prozesses gewahr, dass eine Erinnerung einen Gedanken hochholt oder ein Gefühl hochholt, ja. Und dann sieht man dieses ganze Spiel, dann sieht man diesen ganzen Mechanismus, ne? Dieses ganze Uhrwerk, dieses ganze Triebwerk, das nichts mit uns zu tun hat, aber das wir lernen müssen auf dem Weg, ne? Verstehen zu können, wie, was, wo funktioniert. Deswegen ist es ganz wichtig, und bei Sila Samadhi Panya ist Panya das, die Weisheit, die erforscht, wie diese Dinge funktionieren. Ja? Wie zum Beispiel eine Emotion entsteht. Wie entsteht denn eine Emotion? Wir haben sie einfach. Nein. Wie entsteht eine Mut, eine Laune? Wir haben sie einfach. Die kommt einfach und geht wieder. Nein, das ist nicht die Art von Untersuchung, die der Erhabene Buddha uns lehrt. Die Art von Untersuchung ist, ja? Gefühle zu untersuchen, was sind Gefühle? Ne? Angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle, was ist der Körper? Ne? Das ist die Art von Untersuchung, zu hinterfragen, was ist das? Ne? Aha, kommt ein Gedanke. Ne? Am Gedanken hängt ein kleines Gefühl dran. Ne? Dieser Gedanke löst ein anderes Gefühl aus, das ähnlich dem Gefühl ist. So das angehängte Gefühl, ne, tut sich zusammen mit dem Gefühl, das ausgelöst wird. Dann kommt eine Erinnerung, ach, das Gefühl hatte ich doch schon mal. Und mit diesem verstärkt sich wieder das. Das bauscht sich langsam auf. Und in einem Augenblick, so wie man so schön sagen, in einem Augenblick ist da eine handfeste Emotion. Wir sehen jemand und das scheint so rasch zu gehen. Das ist plötzlich da. Aus heiterem Himmel kommt das. Nein. Und das ist genau das, was wir untersuchen müssen. Es kommt nicht aus heiterem Himmel. Ne? Das ist wie Zuckerwatte, die wir in die heiße Pfanne tun und dann bauscht es sich auf. Ne? Oder das ist wie eine Seifenblase. Ne? Das ist ein Tropfen von Seife, da tun wir Luft rein und dann bläst sich aus zu einer wunderbaren Kugel. Und dieser Kugel rennen wir nach und sagen, ach, das ist ja so schön. Oder das ist ja so schrecklich. Ja, gar nicht, und wir haben überhaupt nicht gesehen, ne? Wie beim Seifenblasen haben wir gar nicht gemerkt, ne? Dass wir da Luft reinblasen
Und dass diese Seifenblase durch unsere Luft und zusammen mit der Seife, ne, wo man da die Luft reinblasen, entsteht. Eine Emotion ist nicht eines der fünf Kantas, ist nicht eine der fünf Gruppen, aus denen wir bestehen. Eine Emotion ist eine Zusammengebrau, ne, ist ein Gebräu, ist ein Gebräu der fünf Kantas, bestehend aus Bewusstsein, Erinnerung, Gedanken, Gefühlen und Körper. Laune noch mehr. Das ist eine anhaltende, eine länger anhaltende Emotion. Und die entsteht ja auch. Und das müssen wir halt untersuchen. Wie entsteht das? Und sobald wir mal verstanden haben, wie das Ganze entsteht, dann können wir in jedem Moment, wenn wir den Prozess der Entstehung, wenn wir uns gewahr sind, dass da was im Entstehen ist, im Kochen ist, dann können wir doch die Flamme zurückdrehen. Ja, und dann kocht nichts mehr. Dann entsteht da auch nichts mehr. Dann entstehen da auch keine Emotionen mehr und da entstehen auch keine Launen mehr, ne? Sondern da sehen wir halt einfach, aha, Gefühl, aha, Gedanke, aha, Assoziation, aha, Erinnerung, aha, Körper. Das ist alles. Das ist nur das Uhrwerk, das tickt. Und wenn wir früher diese alten Taschenuhren mal aufgemacht haben, den Deckel aufgemacht haben, dann sehen wir doch diese fünf Räder, die ständig ineinander greifen. Das eine Rad treibt das andere an. Und das ist alles. Vollkommen. Ohne Illusion, ohne irgendwelche Bedeutung. Ne? Das dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Ne? Und das eine Rad oder das eine Zahnrad greift in das andere rein. Und wenn das eine sich dreht, dreht das andere sich mit. Und das dreht mit und das dreht wieder das andere. Und dann dreht es wieder das andere und geht es wieder zurück. Ne? Und so dreht es sich im Kreislauf rum. Und solange wir die Uhr nicht zusammenklappen, macht das alles keinen Sinn. Klappen wir die Uhr wieder zusammen, und dann plötzlich haben wir zwei Zeiger, die geben uns die Zeit an. Und dann sagen wir, es ist zu früh, es ist zu spät oder es ist gerade richtig. Und dann klappen wir sie wieder auf und dann sehen wir nur fünf Rädchen sich drehen. Und genauso ist das, was wir als Ich bezeichnen. Das Ich entsteht aus diesen fünf Kantas. Diese Assoziationen, dieses Zusammengebräu dieser fünf Gruppen, ne? Die wir als Körpergefühl, Erinnerung, Assoziation, Gedanken und Bewusstsein nennen. Ne? Das sind fünf Rädchen, die ständig ineinander drehen. Ne? Was hat es mit uns zu tun? Aber solange wir das nicht verstehen, solange wir fasziniert sind von der Zeit, ah ja, jetzt ist 11 Uhr, jetzt kann ich noch so viel, so und so viel machen, jetzt kann ich das noch machen, jetzt kann ich das noch machen. Ah nein, jetzt ist schon Abend, nein, jetzt kann ich das nicht mehr machen, muss ich morgen machen. Ja? Durch Zeit kommt Zukunft, durch Zeit kommt Vergangenheit. Nur das habe ich vorher gemacht und so weiter. Dann klappt man es wieder auf und dann hört es auf. Da ist keine Zeit mehr, da ist nur noch ein sich ständiges Drehen dieser Rädchen. Ja? Wo ist der Sinn? Schau, wenn er so eine alte Uhr in der Hand hat, wenn er so eine alte Uhr in die Hand bekommt, dann macht sie mal auf und schaut euch das an. Ja? Heutzutage gibt es leider nur immer diese Digitaluhren, ne? Da sieht man das natürlich nicht, weil man den Strom nicht sehen kann, der da diese Bewegung verursacht. Ja? Das sind andere Mechanismen heutzutage. Aber wenn er so eine alte Taschenuhr, dann macht sie mal auf und dann startet er mal auf die Rädchen drauf. Na, wie das eine in das andere eingreift und das andere bewegt. Ne? Und das andere greift in das nächste ein und bewegt das wieder. Ne? Und dann fängt es wieder von vorne an. Und das ist das. Das ist das ganze im Prinzip. Das hat nichts mit uns zu tun. Ne? Das ist unsere Interpretation. Ne? Genauso wie wenn wir die Uhr wieder zusammenbauen oder den Deckel wieder zumachen, diese zwei Zeiger haben, die uns eine Zeit anzeigen. Das ist eine Illusion.
Aber wir müssen es verstehen. Das heißt, wir müssen diese Uhr aufmachen. Wir müssen diese Dinge untersuchen. Wir müssen untersuchen, was ist Schmerz. Wir müssen untersuchen, was ist der Körper. Ne? Was ist denn der Körper? Ist das Bein der Körper? Ist das Gehirn des Körpers? Ist das Herz des Körpers? Ist die Leber des Körpers? Oder ist alles zusammen der Körper? Das kann auch wiederum nicht sein, weil manche Menschen haben keine Arme oder manche Menschen haben keine Beine und leben trotzdem noch und fühlen sich trotzdem noch als Mensch. Also welcher Teil des Körpers ist das essentielle Teil? Gibt es da eins? Manche Menschen leben ohne Niere, manche Menschen leben mit einem künstlichen Herz. Ne? Was ist denn der Körper? Und vorhin habe ich gesagt, ne, der Körper ist einfach ein Werkzeug, ne, um kreativ zu werden. Sei es geistig kreativ oder physikalisch kreativ. Ja, und wer ist es, der das Werkzeug bedient? Das interessiert uns nicht. Wer ist das? Ne? Aber das müsste uns eigentlich interessieren. Wer ist das? Ne? Wer da am Computer sitzt und der Computerspiele spielt, ne? oder einen Film anschaut. Ne? Wer ist das, der da sitzt und den Film anschaut? Wer ist das, der entscheidet, nach welchem Film ich will? Ne? Oder welches Spiel ich spiele? Oder was auch immer ich tue mit dem Computer? Ne? Der Computer ist einfach nur ein Werkzeug. Ne? Der reagiert auf unsere Anforderungen. Auf unsere Befehle. Jetzt geh zurück, jetzt geh vor, jetzt geh dahin, jetzt geh dorthin, ne? Jetzt mach dieses. Ne? Jetzt schreib den Buchstaben A oder B oder C oder was auch immer. Ne? Der reagiert nur, wenn wir was eingeben. Sei es jetzt über die Tastatur oder sei es über die Maus oder neuerdings auch über die Sprache. Geh dahin. Was ist das oder so? Das ist einfach nur ein Werkzeug, genauso wie unser Körper ein Werkzeug ist. Wir sagen, wir wollen dahin gehen und dann fängt der Körper an zu laufen. Ja? Wir sagen ihm, wir wollen jetzt schwimmen und dann fängt der Körper an zu schwimmen, wenn wir es mal gelernt haben. Hm? Versteht das? Ne? Der Körper, das ist nicht irgendwo was Mystisches, ne? Oder was Fantastisches, sondern es ist einfach ein Werkzeug, wie wir unsere Werkzeuge zu Hause haben. Wir haben Schreibwerkzeug, um zu schreiben. Wir haben Handwerkzeug, um zu handwerkeln. Ja, das sehen wir das auch nicht als uns an. Ich bin noch nicht das Werkzeug, ich bin noch nicht der Bleistift, ich bin noch nicht der Kuli. Ich bin noch nicht der Füllfederhalter. Ich bin noch auch nicht das Papier. Ich käme doch nie auf die Idee, mich als Papier zu bezeichnen, nur weil sich da was draufkritzelt. Ist ein Werkzeug. Genauso wie der Körper ein Werkzeug ist. Geht, ne? Ernüchtert euch mal da. Ne? Werdet mal nüchtern. Ne? Wacht mal aus dem Rausch auf, ne? Dass der Körper was ganz Besonderes, was ganz was Tolles ist. Ne? Ja, es ist ein gutes Werkzeug, mehr nicht. Und das benutzen wir ständig. Aber so wie jedes Werkzeug und vor allem auch der Körper, bereitet er uns natürlich ganz große Probleme. Dann ist er mal wieder krank, dann kann er nicht mehr. Ne? So wie wenn unser Werkzeug kaputt geht, dann müssen wir es in Reparatur schicken. Ne? Wenn wir es wieder haben, dann können wir weiterarbeiten. Und so ist es bei unserem Körper. Wenn der krank wird, dann kann man ihn nicht benutzen. Ne? Dann müssen wir ihn ausruhen oder Medizin geben. Wenn wir zu viele Schmerzen haben, ne, dann kann man auch nicht benutzen. Dann sind wir nämlich ständig nur mit unseren Schmerzen beschäftigt. Wirklich versucht es zu verstehen, den Körper. Ne? Der Körper ist das A und O. Ne? Wenn wir den Körper, die Illusion über den Körper aufgegeben haben, dann werden wir nicht mehr wiedergeboren. Weder als himmlisches Wesen, noch in der Hölle, noch als menschliches Wesen. So viel hängt am Körper dran. Alleine die Körperuntersuchung. Zu sehen, dass der Körper nicht ich ist, führt uns zu Eintritt in den Strom. Aber solange wir diesen Körper faszinierend betrachten und
denken, was für, wie toll der ist. Ne? Ja, so lange kann man auch nicht aussteigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Einsicht, die wir erkennen müssen. Ne? Und dieses Ich, das auch mal untersuchen, ne? Das sind diese fünf Gruppen, die ständig ineinander vorwerken. Ne? Aber so fasziniert wir sind, ne, von einem Kuchen, weil der so lecker ausschaut oder so lecker schmeckt. Ne? Ja, wenn wir die Zutaten einzeln anschauen, ne, weder die eine noch die andere schmeckt besonders. Ne? Das Mehl ist zu trocken, ne, das verstopft mir den Hals. Ne? Die Butter ist zu fettig, ne? Das Salz, ne, oder der Zucker, das ist zu süß. Aber zusammen die Mischung finden wir ganz toll. Und deswegen ist es ganz wichtig, ne, diese Dinge wieder in die Einzelteile zurückzuführen. Ne? Da, wo es herkommt, der Körper ist der Körper. Ne? Das Gefühl ist ein Gefühl. Es gibt das körperliche Gefühl und das geistige Gefühl. Die Erinnerung ist eine Erinnerung. Die Assoziation ist eine Assoziation, gehört im Bereich der Erinnerung. Ne? Und jedes für sich ist einfach nur für sich. Da entsteht nicht, ne? aber diese Mischung ist gefährlich, die ist hochexplosiv. Ja? Diese Mischung aus diesen fünf Kandas, ja? Dazu kommen noch die Gedanken, ne? Die Gedankenformationen und das Bewusstsein. Ja, das ist wieder Kuchen, faszinierend. Ne? Den wollen wir, die Zutaten alleine wollen wir nicht essen. Aber das als gebacken, ne? Und jeder Kuchen ist anders, so wie jeder Mensch anders ist. Oder wie jedes Lebewesen anders ist. Das eine hat mehr ein bisschen mehr von dem, das andere hat ein bisschen mehr von dem. Ne? Und damit ist eigentlich das ganze Geheimnis offengelegt. So was fasziniert uns daran? Warum hängen wir daran? Diese Anhänglichkeit zu untersuchen, was ist denn das? Ne? Ja, dann nächstes Mal, wenn ihr einen Kuchen esst, dann schaut euch dann nur das Mehl an. Ne? Und dann tut euch die Zutaten für den Kuchen dahin, ne? Und esst sie. Ja, da seid ihr nicht fasziniert davon. Das holt euch nicht hinterm Ofen hervor. Ne? Und das lockt euch nicht hinterm Ofen hervor. Die Zutaten alleine, die interessieren euch nicht. Euch interessiert nur das, was zusammengemischt ist. Zusammengemischt, ne, so wie wir Farben zusammenmischen, ne, und dann kriegt man eine neue Farbe. Oder wie wir verschiedene Früchte oder Gemüsesäfte zusammenmischen und jedes Mal kriegt man einen anderen Geschmack, weil jedes Mal verändert man die Menge dieser Zutat oder jener Zutat. Ne. Die Zutaten alleine sind uninteressant. Gedanken alleine sind uninteressant, wenn die nicht mit Erinnerungen in Verbindung stehen. Hm? Oder mit Gefühlen in Verbindung stehen. Oder mit dem Körper in Verbindung stehen. Hm? Dann ist einfach ein Gedanke ein Gedanke. Ne? Und eine Erinnerung ist eine Erinnerung und der Körper ist der Körper. Ne? Aber dieses Konglomerat aus diesen fünf Dingen, diesen Kuchen, ne? In dem wir zeigen mal als ich, das bin ich. Ne? Ich bin so schön, ich bin so groß. Und ich bin so aufgeblasen. Warum? Fragt euch das. Hinterfragt es. Immer und immer wieder. In dem Moment, wo dieser Gedanke, ich bin, hochkommt. Dann fragt ihr, was ist denn dieses Ich? Woraus besteht es? War das jetzt ein Gedanke? War das jetzt eine Assoziation? War das eine Erinnerung oder war das ein Gefühl? Und dann sagt er, da war ein Gefühl. Und dann schaut euch das Gefühl an. Das Gefühl entsteht und vergeht. Ne? Dieses Gefühl mag einen Gedanken auslösen. Ne? Dieser Gedanke entsteht und vergeht. Dann schaut euch an, wie diese Dinge passieren. Das ist dasselbe. Manchmal denke ich, das ist dasselbe. Wenn dieser Erbauer des Eiffelturms dann hingeht, ne? Und diese Kreation bewundert. Wow, ist ja toll.
Er hat vergessen, dass er den Eiffelturm gebaut hat. Seine eigene Kreation. So wie wir vergessen haben, dass wir den Körper gebaut haben. Das ist unsere eigene Kreation. Und dann verlieren wir uns in unserer eigenen Kreation. So wie der Maler, der ein wunderschönes Bild malt, sich in diesem Bild verliert. Und das ist uns doch geläufig. Wir kreieren was und verlieren uns in unserer eigenen Kreation. Wir sitzen unsere eigene Kreation auf. Anstatt uns in diesem Augenblick klar zu werden oder gewahr zu werden, ey, das habe ich doch gerade gemacht. Da habe ich einen Pinsel in die Hand genommen, ne, und da in die Farbe reingetupft, den Strich gemacht oder die Rundung gemacht und so weiter. Und so ist das Bild entstanden. Nein, da gehe ich nicht, dessen bin ich nicht gewahr. Ich falle nur für die Kreation, ne, oder für den Kuchen, den ich gebacken habe oder für das Essen, das ich kreiert habe. Dafür falle ich, dass wir das waren, der kreiert war, das ist uns in dem Moment gar nicht klar. Wir fallen für unsere Kreation, genauso wie wir für unseren Körper fallen, den wir kreiert haben. Der ist nämlich genauso kreiert, wie wir ihn mehr oder weniger gewünscht haben. Oder halt als sie die Teile gehabt haben, und dann haben wir ihn halt zusammengebaut aus diesen Teilen. Ja, karmisch bedingt, ja. Das, was uns karmisch erlaubt war, ne, oder das, was, welche Bauteile uns karmisch zur Verfügung standen, die haben wir zusammengesetzt und haben daraus den Körper gebaut. Bei dem einen hält er eben lange an, bei dem anderen nicht so lange. Bei dem einen ist er eine Frau geworden, bei dem anderen ist er Mann geworden, ne. Aber der Kreierer ist immer dasselbe. Der ist weder männlich noch weiblich. Komm zu dem Verständnis. Ne? Diese Dinge sind nicht wir. Ne? Der Abende Buddha spricht von diesem Prinzip des Anatta. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Denn alles, was ich beobachten kann, kann ich doch nicht sein. Denn wer ist es denn dann, der beobachtet? Ha? Fragt euch doch immer mal wieder. Wer beobachtet denn jetzt gerade den Schmerz? Ne? Der kann doch nicht der und der Schmerz kann doch nicht dasselbe sein. Genauso wie ich das Gewitter beobachte, ich bin doch nicht das Gewitter. Oder wie ich den Film beobachte. Aber wie schnell sind wir in dem Film gefangen? Genauso wie wir gefangen sind von der Kreation anderer, ne? Dem Film, ne? Sind wir von unserer eigenen Kreation gefangen, dem Kuchen oder dem Bild oder was auch immer. Oder dem Eiffelturm oder welch tolles Haus ich da gebaut habe. Wir werden immer von fasziniert, ne? Das ist ja ein Wunder, wie kann man sowas bauen, wie kann man sowas kreieren. Immer wieder vergessen, wir sind es. Wir könnten so viel machen. Wir haben so eine unendliche Macht, so eine unendliche Vielfalt. Aber wir sind es auch immer uns, die uns selber eingrenzen. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das mag ich nicht. Und damit grenzen wir uns ein, damit setzen wir uns ins Gefängnis. Und je weniger wir können, umso enger ist unser Gefängnis, können wir gar nicht mehr raus. Das ist dann so eng. Ich kann nur das. Ja? Das andere kann ich nicht. Stimmt nicht. Wenn wir was wollen, können wir alles. Und das müsste uns aus unserer Kindheit, ne, bekannt sein. Wir wollten laufen lernen, dann haben wir es gelernt. Selbst wenn es schwierig war, selbst wenn wir so viel Schmerzen dabei gehabt haben, wenn wir uns die Knie blutig geschürft haben, ne, oder den Kopf angestoßen haben und so weiter und so fort. Das sind nicht wir, das gehört uns nicht, das ist nicht mein Selbst, was immer auch ich beobachten kann. Ja, sind nicht wir. Merkt euch das. Das ist ganz wichtig, es ist ganz elementar für unsere Praxis. Vor allem, wenn es dann auch um Gefühle geht. Da ist ein Gefühl. Ja, da ist Zweifel. Dann kann ich den Zweifel anschauen und sagen, interessant.
Und ich kann die Furcht anschauen. Aha, da ist Furcht. Interessant. Und ich kann die Angst anschauen. Aha, da ist Angst. Das ist interessant. Oder ich kann den Schmerz anschauen. Ja, wer schaut denn den Schmerz an? Wer beobachtet den Schmerz? Er kann doch nicht der Schmerz sein. Also was ist Schmerz? Das ist die Untersuchung. Was ist Angst? Ja? Wie fühlt sich's an? Ja? Folgt es auch den Prinzipien vom Universum? Anicca Anatta Dukkha. Ja? Vergängliches entsteht und vergeht. Alles entsteht und vergeht. Schmerz entsteht und vergeht. Ja? Zweifel entstehen und vergehen. Angst entsteht und vergeht. Aber wir müssen herausfinden, was ist der Mechanismus? Ne? Wann kommt diese Angst hoch? Wann kommt der Schmerz hoch? Ne? Was ist der Mechanismus, der zu diesen Dingen führt? Ne? So wie wir genau, wenn wir die Uhr aufmachen, dann das Uhrwerk studieren und sehen, ne? Wie das eine Rad in das andere greift. Ne? Und was dann da passiert? Ne? Wie das die anderen Räder treibt. Ne? Und was dann da das Gebilde daraus ist. So wie bei den Zutaten zum Kuchen, ne? oder dem Pinsel und der Farbe und der Leinwand. Ja? Kommt doch raus aus dieser Illusion. Glaubt doch nicht, dass das ihr seid. Das sind wir nicht. Wir sehen das. Ja? Wir bemerken das, wir sind dessen gewahr, aber wir sind diese Dinge nicht, denen wir gewahr sind. So wie wir unseres Körpers gewahr sind, ja? Wer weiß denn, frag doch nächstes Mal im Körper, weißt du, ob er ein Körper ist? Ne? Oder frag das Herz, weißt du, dass du ein Herz bist, dass du eine Pumpe bist? Ne? Wer weiß denn das? Oder frag den Gedanken, weißt du, dass du ein Gedanke bist? Oder frag ihn, weißt du, dass du ein guter Gedanke bist oder ein schlechter Gedanke ist? Wer ist denn das, der das weiß? Das ist doch genau das, was wir in unserer Meditation versuchen zu erfahren. Der weiß. Hm? Da müssen wir doch hinkommen. Und deswegen machen wir doch das Achtsamkeitstraining. Deswegen versuchen wir doch, da bei dem Buddha zu bleiben oder beim Atem zu bleiben, um zu diesem der weiß zu kommen. Der weiß, dass der Atem schnell ist, dass der Atem langsam ist, dass der Atem tief ist oder flach ist. Ne? Oder dass wir aufgeregt sind oder dass da Angst ist oder dass da Schmerz ist. Zu dem, der weiß, zu dem wollen wir noch kommen. Ne? Und das ist doch warum wir das Samadhi trainieren, um dahin zu kommen zu dem, der weiß. Ne? Und wenn wir mal bei dem angelangt sind, ne? Dann wollen wir eigentlich gar nicht mehr zurück. Dann sind wir vollkommen zufrieden. Weil da ist nämlich nur noch Wissen. Und wenn wir ein bisschen tiefer gehen in die Einspitzigkeit, ja, dann ist da nur noch klares Wissen. Das klare Wissen weiß dann nicht mehr um Objekte Bescheid, weil alles in einem Punkt zusammengefallen ist. Ne? Das ganze Universum ist in einem Punkt zusammengefallen. Und was ein Punkt ist, da können wir nicht sehen. Ja? Wir wissen nichts über diesen einen Punkt, weil dieser eine Punkt ein Punkt ist. Ne? Nur wenn wir Objekt, Subjekt und Objekt haben, können wir sagen, aha, können wir das Objekt beschreiben. Wenn da nur noch klares Wissen ist, dann können wir gar nichts mehr sagen. Und dieses klare Wissen, das ist eine Vorschau. Oder diese tiefe Samadhi, das ist eine Vorschau auf Nibbana. Eine Erfahrung von dieser Unkonditioniertheit. Von dieser Freiheit, von dieser unendlichen Freiheit. Da haben wir nämlich nichts mehr, da müssen wir nichts mehr machen, da haben wir nichts mehr zu tun, sondern da ist einfach nur noch Frieden und Ruhe. Und unendliches Glück. Also untersucht das. Ne? Auch untersucht euer Leben. Ne? Ich lege euch jedes Mal, ne? Auch gerade wenn ihr wieder zurück in die Welt geht, lege ich euch nahe, macht diese tagtägliche Reflexion. Sei es am Nachmittag oder am Abend, dann, wenn auch immer ihr fühlt, Energie zu haben. Was ist über den Tag passiert? Was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Welche Erinnerungen kamen hoch? Ne? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Ne? Aber das nicht beurteilen, sondern einfach nur anschauen. Okay, da habe ich so reagiert, da habe ich so reagiert, da habe ich das gesagt, da habe ich das gedacht. Ne? Und damit dabei bleibt es. Ne? Nicht sagen, das war gut, keine Bewertung dem geben,
Nicht sagen, das war gut oder das war schlecht, sondern einfach nur, aha, das habe ich gedacht. Ja. Und dann ist das passiert. Jenes habe ich gesagt, und dann ist jenes passiert. Und so weiter. Im Laufe der Zeit, das ist wie die Uhr aufklappen, im Laufe der Zeit kriegt man mit, wie die Räder laufen. Ja. Und dann verstehen wir, wie das eines zum anderen kommt. Ja. Das lege ich euch wirklich ans Herz. So. Und damit möchte ich auch den Vortrag beenden. Kurz, aber heftig. So, und dann wünsche ich dir einen guten Flug zurück. Ja? Mach was aus deinem Leben. Es liegt alles an dir. Du machst es für niemanden, nur für dich selber. Das heißt, nicht sei. Passate gena sampadehi. Satu ante. Ajata gira nitero. Mai hamparo. Aham pitera saparo. Ajata gira nitero. Mai hamparo. Aham pitera saparo. Ajata gira nitero. Mai hamparo. Aham pitera saparo. Ja, und wisst ihr da auch, was er da gerade... Die Abhängigkeit zu lernen. Ja, und? Was sagt das? Ha? Was? Was sagt die Abhängigkeit? Was habt ihr denn jetzt gerade... Worum habt ihr mich jetzt gerade gebeten? Dass Adjan uns unterrichten kann. Ja, und? Das Zweite? Und hinweisen kann, was wir falsch gemacht haben. Ja, und? Der zweite Teil? Dass wir uns bemühen,
Nein, der zweite Teil heißt, dass ihr meine Birte seid. Ha? Achatagedane Tero, mein Hang Paro. Ja? Und der Achan ist meine Birte. Ja? Ihr seid die Birte eures Lehrers und der Lehrer ist eure Birte. Ja? Also das heißt, ihr müsst euch um euren Lehrer kümmern. Ne? Genauso wie ich mich um euch kümmern muss, ne? Wenn ich euch erlaube, ne? die Abhängigkeit zu geben. Ja? Ja, nicht nur einfach Pali, sondern auch verstehen, ne, was dahinter steckt. Ja? Ist klar? Ja? Ja? Naja. Manchmal muss man das erklären, ne? Nicht, dass man da einfach so Dinge herunterleiert, ne? Ja? Ja?